Ich möchte nun über ein paar grundsätzliche Regelungsarten bzw. regelungstechnische Strukturen für DC-DC-Wandler sprechen. Das heißt, wir wollen hier jetzt angucken, wie man auf klassische Art und Weise Regelstrukturen für DC-DC-Wandler auswählt bzw. einsetzt. Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist die sogenannte Voltage-Mode-Regelung. Dabei haben wir Folgendes: Wir haben einen einschleifigen Regelkreis, das heißt tatsächlich entspricht das am besten dem, was wir bisher auch betrachtet hatten für DC-DC-Wandler in der Form, dass man sagt, okay, wir messen die Ausgangsspannung und haben dann einen Soll-Ist-Wertvergleich, einen Regelverstärker, eine OP-Schaltung und diese hat dann ein Ausgangssignal, was als Eingangssignal für einen Pulsweitenmodulator dient. Das heißt tatsächlich, hier wird der Regelverstärker direkt das Tastverhältnis vorgeben. Das heißt, diese Schaltfunktion D von T. Und die zweite klassische Methode ist die sogenannte Current Mode Regelung. Das ist eine ganz typische Struktur in der Leistungselektronik, aber auch in der elektrischen Antriebstechnik. Das heißt, eigentlich überall, wo leistungselektronische Schaltungen benutzt werden, dort haben wir einen zweischleifigen Regelkreis. Das heißt, wir haben eigentlich eine Kaskadenstruktur. Und hier steuert der Regelverstärker nicht direkt das Tastverhältnis, sondern indirekt und zwar über den Stromverlauf IL von T, das heißt entweder über den Spitzenwert des Stromes IL von T oder über den Mittelwert. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Regelkreise, einen inneren Stromregelkreis und einen äußeren Spannungsregelkreis und der äußere Spannungsregelkreis wird nur den Referenzwert, den Sollwert für den inneren Stromregelkreis ausgeben und dieser wird dann das Tastverhältnis beeinflussen. Dabei gibt es wie gesagt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir die sogenannte Average Current Mode Regelung. Hier haben wir eine Regelung des Mittelwertes des Stromes IL von T als innere Größe. Und dann gibt es die sogenannte Peak Current Mode Regelung, eines der häufigsten Regelverfahren. Dort steuert man den Spitzenwert als innere Größe. Das heißt den Spitzenwert der Spannung durch die Induktivität. Schauen wir uns am Beispiel des Tiefsetzstellers mal an, wie so eine Struktur der Voltage-Mode-Regelung aussieht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unseren DC-DC-Wandler, diesmal mit Schalter wirklich als MOSFET dargestellt, unsere Diode, unserem Ausgangsfilter wieder und unserem Lastwiderstand. Das heißt hier den Komponenten L, C, R, Last, D und dem Schalter. Und jetzt wollen wir die anderen Komponenten drumherum machen, die wir jetzt benötigen, um zu einem geregelten DC-DC-Wandler zu kommen. Das heißt, um unabhängig von diesen Eingangsspannungsschwankungen und den Lastwiderstandsschwankungen das Tastverhältnis anzupassen. Tatsächlich wird der MOSFET selber hier einen Treiber haben. Ich kennzeichne es jetzt einfach mal im Dreieck und hier wird dann sozusagen die Schaltfunktion D von T reingehen, das Ansteuersignal. Was brauchen wir jetzt, um diesen Regler aufzubauen? Bei der Voltage-Mode-Regelung, wie auch bei den anderen Regelarten, werden wir die Ausgangsspannung messen, im Normalfall über einen Spannungsteiler. Das heißt, wir haben parallel hier zum Ausgangskondensator diesen Spannungsteiler aus zwei Widerständen und greifen an der Mitte dann den Ist-Wert unserer gemessenen Spannung ab. Dieser wird jetzt auf ein OP geführt, das heißt, wir haben hier einen OP als Regelverstärker, an dessen invertierenden Eingang dieser Spannungsteil angeschlossen wird, an den nicht invertierende Eingang wird an eine Referenzspannung angeschlossen, UREF. Zwischen dem invertierenden Eingang und dem Ausgang werden wir ein Netzwerk zur Kompensation, das heißt, um den Regler zu dimensionieren, festgelegt haben. Mache jetzt hier mal eine Serienschaltung aus einem Kondensator, einem Widerstand und dazu parallel einem Kondensator, dann wäre das hier ein PI-T1-Regler, das heißt ein PI-Regler mit zusätzlicher Zeitverzögerung erster Ordnung, also einem zusätzlichen PT1-Element. Die resultierende Ausgangsspannung des Reglers, das ist UC von T, wird dann auf einen Pulsweitenmodulator gegeben, der in diesem Fall hier aus einem Komparator besteht, der die Regelspannung vergleicht mit einem Dreieck oder sägezahnförmigen Trägersignal, was wir hier zum Vergleich haben, und dann am Ausgang das pulsweitenmodulierte Signal zur Verfügung stellt. Das heißt tatsächlich, was wir jetzt hier sehen, wenn wir diesen
diese Schaltung betrachten, ist tatsächlich dieses Grundkonzept der Regelung, wie wir uns das intuitiv vorstellen wollen. Hier oben den DC-DC-Wandler mit den beiden Eingängen der Eingangsspannung UE und dieser Schaltfunktion D von T als Ausgang die Ausgangsspannung UA, die wir hier runterteilen. Das heißt hier UA-Mess, eine runtergeteilte Spannung, die jetzt als Istwert verglichen wird am OP mit einer Referenzspannung, das ist unser Sollwert, und der Regelverstärker, der dann versucht, hier seine Ausgangsspannung so einzustellen, dass die Ausgangsspannung dem Sollwert folgt, oder eigentlich tatsächlich die gemessene Ausgangsspannung dem Sollwert folgt. Das heißt, der Regler wird so lange ausregeln, bis ungefähr diese Eingangsdifferenzspannung hier zu Null geworden ist. Und entsprechend des Spannungsteilerverhältnisses wird dann die Ausgangsspannung größer sein. Wenn wir das betrachten, dann ist hier im Prinzip die Struktur, wie gesagt, relativ einfach. Wir haben hier diesen einen nichtlinearen Block, das ist unser DC-DC-Wandler. Das ist das, worüber wir uns unterhalten haben, wie wir das linearisieren mit diesen Mittelwertmodellen, beziehungsweise mit der Mittelung im Zustandsraum, wo hier D von T reingeht, UE und UA rauskommt an der oberen Klemme. Dann haben wir hier sozusagen ein Messelement dieser Spannungsteiler, wobei da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das später auslegt. Der hat zwar statisch ein Teilerverhältnis, was runterteilt, aber im dynamischen Fall wird der nicht runterteilen, wenn wir zumindest diese Anordnung mit dem OP haben. Wir haben dann hier unseren Regler inklusive Soll-Ist-Wert-Vergleich. Das heißt, dieser Block hier entspricht einer Vergleichsstelle plus einer Regelverstärkung GR von S mit dem Ausgangssignal UC. Und wir haben hier vorne dann unseren nichtlinearen zweiten Block, wo wir auch kurz drüber geguckt haben, wie man den linearisieren kann, den PWM-Modulator. Und tatsächlich diese Blöcke sozusagen einfach nur zusammengeschaltet ergeben diese Voltage-Mode-Regelung. Das ist im Prinzip die älteste Regelart, wie gesagt. Das ist ein einschleifiger Regelkreis. Das ist der wesentliche Vorteil, dass er im Prinzip einfach zu verstehen ist. Das heißt, das Konzept ist ziemlich klar, wie hier diese Regelung abläuft. Aber tatsächlich ist es so, die Schaltung wird relativ langsam reagieren, wenn man sie stabil auslegt. Es sei denn, man hat eine Vorsteuerung. Hier in diesem Zusammenhang bezeichnet man das häufig als Feed-Forward. Und zwar ist das Problem, wenn jetzt die Eingangsspannung sich ändert, dann muss diese Störung sozusagen erstmal komplett durch die Regelschleife, durch den Regelverstärker durchlaufen, bis wir die ausregeln können. Das heißt, dieses LC-Ausgangsfilter muss erstmal mit seiner Zeitverzögerung reagieren. Und erst wenn wir am Ausgang eine Reduktion zum Beispiel der Spannung aufgrund einer Abnahme der Eingangsspannung feststellen können, kann der Regler reagieren. Der wird nicht sofort reagieren. Was man dort manchmal machen kann, ist, dass man zum Beispiel dieses PWM-Signal, was hier erzeugt wird, durch Vergleich mit einem sägezahnförmigen Trägersignal, dass man die Amplitude des Trägersignals proportional macht zur Eingangsspannung. Dann wird nämlich automatisch, wenn zum Beispiel die Eingangsspannung größer wird und die Amplitude des Trägersignals größer wird, das Tastverhältnis schon in einer Richtung angepasst, dass dann die Eingangsstörung schneller ausgeregelt wird. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen ein Nachteil, und was auch ein Nachteil sein kann, ist eine vergleichsweise komplizierte Reglerauslegung, beziehungsweise wir brauchen einen relativ aufwendigen Regler. Es könnte sein, dass so ein PIT1-Regler, wie der hier dargestellt ist, nicht ausreichend ist, sondern dass man hier bei dem Spannungsteiler noch was hinzuschalten muss, einen D-Anteil, um eine zusätzliche Nullstelle zur Phasenanhebung in der Reglerübertragungsfunktion zu haben. Das habe ich jetzt bloß gestrichelt dargestellt, um dann das dynamische Verhalten besser anzupassen, damit man dann einen Regler hat, der zwei Nullstellen hat, um eine größere Phasenanhebung machen zu können. Das ist so manchmal ein Problem bei diesen Voltage-Mode-Reglern, zumindest hier bei so einem Tiefsetsteller und vor allem, wenn er im kontinuierlichen Betriebsmodus ist. Im diskontinuierlichen Betriebsmodus ist es weniger kritisch, weil dann die Regelstrecke PT1 verhalten hat.